Von der Riemer haben wir einen Vertreter hier und der wird uns jetzt mal präsentieren und die Vorzüge des Trikots, sowohl Design als auch für die Spieler zum Ausschwitzen, wie auch immer, was es da technische Details gibt, uns mal aufklären. Ja, wir haben also dieses Jahr gemeinsam mit dem Verein wieder auf ein eher klassisches Design gesetzt, nachdem 2 Jahre jetzt der Löwe sehr prominent auf dem Trikot vertreten war. Dieses Jahr wieder diese weiß-hellblaue Blockstreifenoptik, sehr klassisch gehalten, trotzdem mit ein paar silbernen Akzenten so ein bisschen in die Neuzeit geholt, das Design. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir durch die Erima Stay Cool Technologie es einfach ermöglichen, dass eine spezielle Faserbeschichtung dafür sorgt, dass das Sonnenlicht in einem gewissen Maße reflektiert wird, gleichzeitig ein Lichtschutzfaktor auf dem Trikot sitzt und dementsprechend die Spieler länger kühl bleiben, ein längerer Kühleffekt herrscht und sich die Textilien nicht so schnell aufheizen. Und das soll natürlich auch leistungsfördernd wirken, hoffen wir. Wie ist denn das Feedback gewesen zum vergangenen Jahr von den Fans her? Weil das war ja eine andere Farbe, mal ganz was anderes. Und jetzt zu diesem Jahr, also vielleicht haben Sie ja schon umgehört, denke ich mal, oder? Ja, also zum Glück sehr, sehr positiv. Wir sind da sehr zufrieden jetzt schon vom ersten Eindruck, auch schon der aus dem Fanshop kommt, wo viele sagen, boah, seit Jahren mal wieder ein sehr, sehr schönes Trikot. Auch die letzten 2 sind sehr gut gelaufen mit dem Löwen. Da sind die Fans auch sehr glücklich gewesen, mal ihr Logo wirklich auf dem Trikot prominent platziert zu haben. Aber das ist einfach ein klassisches Design und da haben wir schon auch ein Stück weit auf die Fans gehört, die uns da auch unterjährig immer mal mit E-Mails etc. versorgen. Und wir hoffen, dass wir da den Fans auch was Gutes getan haben. Das wäre gleich die nächste Frage gewesen. Wie wichtig ist es denn, man kennt es ja auch aus anderen Bereichen, so Communities oder Fanforen, die einem immer mal wieder Kritik schicken. Wie wichtig ist das für Ihre Arbeit? Ja, also da kann ich die Fans beruhigen. Da kommt immer so der Eindruck rüber, dass wir das so ein bisschen autark machen und wir unser eigenes Süppchen kochen. Das ist nicht so. Also sowohl der Verein, der da sehr stark auf seine Fans hört, aber auch wir. Wir bewegen uns da schon denke ich mal, ganz nah dran. Hören da auf die Stimme der Fans und bekommen da auch mit, in welche Richtung sie das gerne hätten. Wir können nicht immer jeden Wunsch erfüllen, weil da auch die Textiltechnologie irgendwann mal Grenzen setzt. Manche Ideen sind vielleicht ein bisschen zu ausgeflippt. Aber wenn es alles im Rahmen ist, dann sind wir doch bemüht, da unseren Teil dazu beizutragen, dass die Fans glücklich sind mit dem Trikot. Wir als Laien, wie haben wir uns das vorzustellen? Wie wird so ein Trikot entwickelt? Das Reißbrett und es geht ja auch um die Technologie. Wie lange dauert sowas? Das dauert schon wirklich lang, vor allem wenn man was Individuelles entwickeln will, auf den Verein zugeschnitten. Also wir beginnen da eigentlich, wenn die Saison losgeht und dieses Trikot jetzt das erste Mal gespielt wird, dann beginnen wir eigentlich schon uns Gedanken zu machen über das nächste Trikot für die nächste Saison. Gemeinsam im Verein, wir müssen da also schon relativ schnell wissen, in welche Richtung wollen wir gehen, wieder was Klassisches, was Wilderes. Das sind so die ersten Gedanken, die wir uns zusammen machen und dann geht es an die ersten Muster, die dann wirklich textiltechnisch auch umgesetzt werden. Das dauert dann entsprechend wieder ein paar Wochen, bis die dann fertig sind. Dann schauen wir uns die zusammen an und so kann man schon sagen, dass wir über 3 bis 4 Monate wirklich dran arbeiten, bis dann mal ein finales Design feststeht. Wer macht in Ihren Augen den besten Eindruck von den Jungs in dem Trikot? Also ich finde sie alle überragend. Wenn sie so gut spielen, wie das Trikot aussieht, ich denke, dann kann diese Saison nichts schief gehen. Da lässt sich nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank.